Hallo, servus. Es ist der 31.12.2018. Es ist gar nicht so kalt. Die Sonne scheint, es ist wunderbar. Wir sind gerade auf unserem Weg nach Prag. Wieso wird die Karin gleich erklären? Zuerst wollen wir noch wirklich, wirklich Dankeschön sagen an alle, die sich einen Kalender gewünscht haben. Es hat wirklich unsere Erwartungen übertroffen. Ja. Wir haben sogar eine Charge nachbestellt. Falls ihr euren Kalender noch nicht bekommen habt, meldet euch bei uns, weil mittlerweile sollten alle schon bei den Empfängern angekommen sein. Und auch alle Spenden, also wirklich von kleinen Spenden von Schülern bis zu wirklich großen Spenden war alles dabei. Und wirklich Dankeschön an alle. Wir hoffen sehr, dass ihr Freude mit dem Kalender habt. Wir finden ihn sehr schön geworden und freuen uns aber, dass er so eine Verbreitung hat. Also uns ging es dann quasi nicht unbedingt darum, jetzt damit möglichst viel Geld zu verdienen, sondern dass, ich finde, es ist so etwas Besonderes und so eine Ehre, dass unser Kalender jetzt auf den Schreibtischen von anderen Leuten steht. Also wirklich, Dankeschön, Dankeschön. Wenn es euch Freude macht und es ist so viel Feedback zurückgekommen, das war unglaublich schön. Ja. Danke. Gut, warum sind wir auf dem Weg nach Prag? Weil das Getriebe überholt werden muss vom Defender. Das machen wir in Hamburg und wir haben uns gedacht, wenn wir schon mal nach Hamburg fahren, können wir gleich ein paar Zwischenstopps machen. Und zwar in Prag bei Jesse und Roberto und dann in Berlin bei Marina und Michael und Karlchen. Aber Karlchen ist gerade nicht dort, aber macht nichts. Und dort werden wir je 2 Nächte sein und dann werden wir 2-3 Wochen in Hamburg sein, voraussichtlich, und ein paar Sachen am Defender machen. Ein Defender Wellness sozusagen. Ja, genau. Und nachdem wir eben von Unterkunft zu Unterkunft jetzt fahren und doch recht viele Kilometer fahren, haben wir uns aus Spritspargründen entschieden, das Dachzelt gleich unten zu lassen, den Dachträger, und fahren quasi so windschnittig, wie der Defender ursprünglich mal war. Und man merkt da schon wirklich einen Unterschied. Außerdem haben wir Winterreifen drauf, die sind zwar richtig hässlich, finde ich, aber auch einfach die wirtschaftlichere und sichere Variante. Das heißt, ihr werdet auch was von Hamburg sehen, wenn es dann etwas zu tun gibt. Und ja, wir hören uns bald wieder und sonst guten Rutsch an alle. Auf jeden Fall einen guten Rutsch. Danke für ein wirklich echt unfassbares 2018. Auch ein besonderes Dank an alle neuen Patreons. Also wir haben mittlerweile ja 64 Patreons. Mhm. Das ist echt auch, also das hat sich jetzt eben, obwohl wir keine Videos machen, trotzdem noch gesteigert und das ist eigentlich unfassbar. Also. Und wir freuen uns richtig, richtig auf das Filmen jetzt und dann auf die nächste Reise und wir haben schon richtig Lust, wieder was zu machen. Genau. Aber obwohl wir haben gerade versucht, so ein paar Drohnenaufnahmen zu machen, so Vorbeifahraufnahmen, und das ist so unglaublich ist gescheitert. Also wirklich, als hätten wir das gerade ausgepackt und würden das gerade versuchen. Aber gut, wir geben immer unser Bestes. Und in diesem Sinne. Ein schönes 2019. Ja, schönes neues Jahr.